Und im Studio ist Helmut Metzner, Vorstandsmitglied im Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Ich freue mich, dass Sie da sind. Grüß Sie, Frau Gerhauser. Haben Sie gefeiert heute, zumindest ein bisschen innegehalten? Naja, es ist ja ein Arbeitstag, aber ich habe die Gelegenheit genutzt. Heute hat Frau Ministerin Giffey vor ihrem Ministerium die Regenbogenfahne gehisst und an diesem kleinen Fahnenappell habe ich gerne teilgenommen. Die Familienministerin. Damals war ja einer der Slogans, we are here, we are queer, get used to it. Also wir sind hier, wir sind queer, gewöhnt euch an uns oder daran. Wie weit ist Deutschland denn auf diesem Weg gekommen? Ich glaube, wir sind ein ganzes Stück weitergekommen. Und tatsächlich bleibt die Botschaft aktuell, nicht die Homosexuellen haben ein Problem mit Homosexualität, sondern homophobe Menschen haben ein Problem mit Homosexualität. Und unser Appell ist, sie sollen es für sich behalten, ihr Problem, und nicht zum Problem der Allgemeinheit erklären. Wir haben viele offene Baustellen, auch noch im eigenen Land, aber auch international. Da ist noch einiges zu tun, aber wir sind insbesondere, was die Strafbarkeit angeht und die Verfolgung im Land Deutschland, vorangekommen, aber wir haben weiterhin Anlass zur Sorge, etwa mit Blick auf 6 Länder, die immer noch die Todesstrafe für einvernehmliche homosexuelle Handlungen sind. Länder der arabischen Welt, Saudi-Arabien zum Beispiel, oder auch im Iran, wo das in sehr grausamer Weise exekutiert wird. Das ist etwas, was einen andauernden Skandal darstellt. Und deswegen sind die bunten Paraden natürlich Ausdruck fröhlichen Selbstbewusstseins. Das heißt ja Gay Movement, also eine fröhliche Bewegung. Aber es ist auch eine Demonstration derer, die Freiheit bereits genießen, im Interesse derer, die noch nicht in den Genuss der Freiheit kommen, sondern immer noch verfolgt, beleidigt, bestraft, hingerichtet, exekutiert werden. Jetzt haben Sie die arabischen Länder zum Teil schon erwähnt, aber auch der Vatikan. Dieser Hort der Christenheit hat gerade ein Grundsatzdokument mit dem Titel Als Mann und Frau schuf er sie veröffentlicht. Darin heißt es, dass fließende Grenzen zwischen den Geschlechtern ein Symptom eines, jetzt zitiere ich, konfusen Konzepts der Freiheit seien. Was entgegnen Sie? Nun, ich glaube, dass der Vatikan nicht ganz in der Realität lebt. Die Kompetenz älterer Herren in bodenlangen Kleidern in Familienfragen ist, glaube ich, fragwürdig. Und ich weiß auch, dass die Kirchengemeinden die Basis der Kirche längst anders denkt. Das erleben wir auf evangelischen, das erleben wir auch auf katholischen Kirchentagen. Und deswegen müssen wir uns vehement gegen jede Form von religiös motivierten Fundamentalismus und insbesondere Menschenfeindlichkeit stellen. Die Herren und Damen sollen gerne Gott verehren, aber sie sollen nicht Gott spielen, sondern sich in tätiger Nächstenliebe, vielleicht in dem Fall sogar Feindesliebe, üben. An einem dieser Kirchentage, die Sie erwähnen, dem evangelischen nämlich, hatte ich Gelegenheit, mit Lesben, mit Schmulen, mit Transsexuellen, Transgender-Leuten ins Gespräch zu kommen. Und mein Eindruck war, dass es aber auch innerhalb der Community ganz schöne Risse gibt. Bremsen Sie sich da manchmal auch gegenseitig aus? Nein, unsere Aufgabe ist Solidarität unter unterschiedlichen Menschen, ganz unterschiedlicher sexueller Identität, geschlechtlicher Orientierung zu organisieren. Und da negieren wir nicht, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt. Wir wissen auch, dass schwule, Lesben, bi, trans, intersexuelle Menschen keine besseren Menschen sind. Die haben auch ihre Stereotypen, ihre Klischees, ihre Vorurteile, ihre Geschmäcker. Aber wir werben dafür, dass man ein positives Verhältnis im Umgang mit Heterogenität, also mit dem Anderssein, entwickelt. Und da kann man sich auch immer selbstbewusst an die eigene Brust klopfen für das, was bereits geleistet ist. Aber wir wissen auch, dass noch viel zu tun ist, auch im eigenen Laden. Mhm. Und was müssen sich in Ihren Augen dringend ändern, damit es mehr noch Richtung echte Gleichstellung geht hier in Deutschland? Also in Deutschland geht es vor allem darum, die Rechtsstellung von Kindern in sogenannten Regenbogenfamilien, also Kindern mit Eltern gleichen Geschlechts, zu verbessern. Also Stiefkindadoption gilt im Moment. Richtig, genau. Das muss endlich unproblematisch möglich sein. Das ist unnötig bürokratisch. Wir müssen das Transsexuellenrecht reformieren. Wir müssen die erniedrigenden Gutachten beim Geschlechtsangleichungsprozess weglassen. Das ist längst nicht mehr wissenschaftlicher Stand. Alle Gutachter begutachten am Ende positiv. Und deswegen sollte das dringend wegfallen. Das ist eine Erniedrigung. Es geht um Entscheidungen von Erwachsenen. Es geht auch darum, in Deutschland geschlechtszuweisende Operationen bei Kleinkindern endlich unmöglich zu machen. Da wird immer noch an Genitalien herumgearbeitet. Genitalverstümmelung ist nicht nur ein afrikanisches Problem. Das haben wir auch hier in Deutschland. Das muss man ganz drastisch zur Sprache bringen. Und dann, was uns alle bewegen muss, ist die homophobe Gewalt auf den Straßen überall. 200 erfasste Fälle in Berlin im vergangenen Jahr. Die Dunkelziffer ist sehr viel höher. Da ist viel zu tun bei der Prävention, Ahndung und Strafverfolgung. Danke, Helmut. Sag ich jetzt schon Helmut Metzner. Machen Sie es gut. Und wir sehen uns sofort wieder. Bis dann.